Ja, vielen, vielen Dank, Konstantin. Ich möchte eine kurze Präsentation halten zum Thema Ziele, Entfaltungsprozess. Der Titel klingt ein bisschen kompliziert. Ich glaube, am Ende werden Sie erkennen, dass es doch nicht so kompliziert ist, wie es aussieht. Also ich möchte diesen Zielentfaltungsprozess so präsentieren, also aus meiner Sicht, wie der sein sollte, damit wir systemische Wirkung bekommen. Also ich meine systemisch und nicht systematisch, systemisch. Und ich möchte ganz speziell auch über die Rolle von Standards sprechen, im Kontext von der Kata und wie die Zusammenhänge sind zwischen Wirkung und Maßnahmen in diesem Kontext. Wir haben das eben vom Herrn Böhner von BMW gehört. Er hat beschrieben, wie schön durch Coaching ein Mitarbeiter, der noch nichts über U-Zellen gehört hat, auf einmal vorgeschlagen hat, eine Montagelinie im U-Format umzustellen. Das ist eine Erfahrung, die wir immer mehr machen. Ein paar Mal, die kommen schon aus mehreren Ecken, ja, also Mike und ein paar andere, wir reden die ganze Zeit darüber. Es passiert immer wieder im Kontext von irgendwelchen Coachings, dass immer wieder Kanban neu erfunden wird. Oder es gibt gewisse Mitarbeiter, die sagen, ja, wenn ich stabilere Prozesse haben möchte, muss ich die Anlagen besser warten. Und dann fangen sie an, TPM-Maßnahmen einzuführen, obwohl sie noch nie was von TPM gehört haben. Und so weiter und so fort. Ja, und das ermutigt uns sehr, weil es uns ein bisschen das Gefühl gibt, dass wir so eine Geheimwaffe gefunden haben. Ja, das scheint so zu sein, als ob man die Urmutter aller Lean-Tools gefunden hätten. Ja, wie so eine Kanone, das ist wirklich die Erfahrung, die immer mehr hochkommt, kommen dann die ganzen Tools aus dieser Geheimwaffe auch rausgeschossen. Ja, also das erleben wir immer wieder im Rahmen von Coachings, wie diese 5S vorgeschlagen werden oder wie einfach Mitarbeiter sagen, ja, wir müssen am Rüsten intern von extern trennen, obwohl sie nie was davon gehört hatten, also im Rahmen des Coaching passiert ist. Und ganz besonders interessant, was aus dieser Kanone alles rausgeschossen kommt, eins, was mich ganz besonders fasziniert, ist immer wieder das Thema Standards. Standards. Standards sind schon immer so ein Sorgenkind. Ja, Sorgenkind, weil sie werfen sehr viele Fragen auf, sie lösen sehr viele Diskussionen aus. Und ich finde es so schön, im Rahmen der Kata kann man einige Erklärungen dazu finden. Ja. Viele Fragen, die sehr oft gestellt werden, ja, warum werden die Standards nicht eingehalten? Warum werden sie so ungern eingehalten? Ja. Für wen sind denn eigentlich die Standards? Also wer ist denn zuständig dafür? Wer soll sie pflegen? Wer soll sie benutzen? Ja. Ja, und jetzt mit der Kata, jetzt im Coaching, was haben Sie da für eine Rolle? Spielen Sie da mit oder sind Sie jetzt überflüssig geworden? Eine sehr gängige Aussage natürlich, Moment, wenn wir standardisieren, halten wir den Fortschritt auf. Ja, also wir definieren auf einmal, wir zementieren Ideen und hindern Kreativität, das ist gefährlich. Eine andere gängige Frage, ja, wie detailliert im gleichen Kontext sollen denn Standards überhaupt sein, damit sie uns nicht im Weg stehen sozusagen. Das ist ein Missverständnis, was sehr gängig ist. Ich glaube, vor einem Jahr oder sowas hast du, Mike, diese Hypothese in den Raum geworfen, die Diskussion ausgelöst, hast gesagt, eigentlich kann man das Ganze viel besser verstehen, wenn man Standards nicht wie ein Keil, sondern viel länger wie ein Zielzustand verstehen würde. Also dein Vorschlag, und ich glaube, mehr als einer hat sich damit sehr intensiv auseinandersetzen müssen, war, lass diesen Keil einfach weg und versucht mal die Standards als Zielzustand zu verstehen. Und das möchte ich jetzt versuchen, ein bisschen zu erklären und zu verdeutlichen. Bei der Umsetzung der Verbesserungskarte und der Entwicklung seiner Organisation gibt es in meinen Augen drei mögliche Reifegrade. Ja, die erste, im Reifegrad 1 ist es so, dass die meisten Organisationen natürlich im Kostendruck, sehr oft ausgelöst natürlich durch Kostensenkungsprogramme, in die Fabrik gehen und versuchen, Verbesserung zu machen. Also die Notwendigkeit Verbesserung ist erkannt und dann geht man raus mit einer Frage, die Sie alle kennen, und diese Frage lautet, was können wir verbessern? Ja, und dann geht man durch die Fabrik und sucht nach Potenzialen, nach Möglichkeiten, und es resultiert in der Regel in einer Maßnahmenliste. Maßnahmenlisten sind so aufgebaut wie hier, da haben Sie ein Thema, also ein Titel, eine Beschreibung, dann gibt es eine verantwortliche Person und dann gibt es einen Umsetzungstermin. Und in der Regel gibt es dann irgendeine weitere Spalte, die heißt Status oder Umsetzungsgrad oder ähnliches, und da ist dann eine Ampel, die ist zwischen Rot und Grün. Oder dann ist eben so ein Tortendiagramm. Und im Wesentlichen wird dann dargestellt, der Zustand ist irgendwas zwischen geplant und umgesetzt. Ja? Was interessanterweise, und ich habe mir sehr viele Maßnahmenlisten angeschaut in dieser Form,
Was immer fehlt auf diesen Maßnahmenlisten, und das sollte Ihnen vielleicht auch aufgefallen sein, ist die erwartete Wirkung. Was erwarte ich von dieser Maßnahme als Wirkung? Ja, diese Spalte fehlt gänzlich. Ja. Wenn ich diese numerische Erwartung nicht formuliert habe, dann gibt es eine einzige Sache, die ich messen kann, und das ist die Umsetzung. Wurde sie umgesetzt? Ja, nein. Aber ich kann natürlich eine Wirkung nicht überprüfen, wenn ich sie davor nicht formuliert habe. Ja, wenn ich eine Wirkung erzielen will, dann wäre es vielleicht nicht schlecht, sich zuerst im Klaren zu werden, was ist die Wirkung, die ich haben will, und danach, was ich dafür tun soll. Ja? Und das ist nicht ungefährlich, was da passiert. Ja? Nehmen wir mal an, wir haben diese drei Maßnahmen auch wirklich umgesetzt. Ja, und alle schreien, hurra, wir haben 7.000 Euro gespart. Ja? Und alle freuen sich und springen hoch und so weiter. Aber Sie wissen, der Teufel steckt im Detail. Der Teufel steckt im Detail. Und der Teufel, der lacht sich einen ins Fäustchen und denkt sich, hey, die hätten 10.000 Euro sparen können, wenn sie die Maßnahme jetzt einfach nur weggelassen hätten. Hätten sie nur weglassen müssen. Was ist, was der Teufel weiß? Was die zwei Manager da oben nicht wissen, ja, die Maßnahme A hat 5.000 gebracht, die Maßnahme B hat 5.000 gebracht, die Maßnahme C hat 3.000 kaputt gemacht. Aber weil sie das alles nicht sauber mit Ursachen-Wirkungsketten aufgebaut haben, nicht wissenschaftliche Hypothesen formuliert haben, die widerlegbar sind, konnten sie nicht diese Wirkung einzeln prüfen. Ja? Und das ist nicht unerheblich, was uns dadurch verloren geht. Deswegen ist die Aufgabe nicht von der Maßnahme zur Wirkung, sondern von der Wirkung zur Maßnahme. Wenn ich eine Wirkung formuliere, dann verändert sich die Frage, ja, um diese Wirkung zu erzielen. Dann ist die Frage nicht, was können wir verbessern, die Frage ist, was müssen wir verbessern. Und die Frage resultiert dann in der zweiten Stufe des Reifeprozesses darin, dass wir beginnen, Zielzustände zu definieren, die dann messbar sind und natürlich uns die Möglichkeit bieten, diese Wirkung auch zu überprüfen. Und wie erreichen wir diese Zielzustände? Natürlich mit unserer Verbesserungskarte, Ziel für Ziel, Hindernis für Hindernis, Richtung Zielzustand. Ja? Und auch an dieser Stelle, ne, es ist schon mal ganz gut, hey, wir sind zielgerichtet und die erwartete Wirkung ist auch prüfbar geworden. Ja? Aber wie Sie wissen, auch hier, der Teufel steckt im Detail, ja? Alle freuen sich, hurra, wir sind zielgerichtet, und der Teufel, der im Detail steckt, denkt sich, hey, wenn die nur wüssten, ihre Ziele sind zwar definiert, aber sie sind nicht ganzheitlich wirksam. Sie sind teilweise widersprüchlich, denn diese Ziele sind nicht systemisch hergeleitet, sie sind einfach nur lokal definiert. Ja, und eben nicht systemisch hergeleitet. Und woher resultiert das? Was ist das? Der Teufel weiß, was diese zwei Jungs da, eben die zwei Manager nicht wissen. Unser Managementsystem basiert auf ROI. Und unser Managementsystem macht einen gravierenden Fehler, den Systemiker eigentlich sehr gut kennen. Wenn Sie ein System ganzheitlich optimieren wollen, ist es verheerend, dieses System in Einzelteile zu unterteilen und diese Einzelteile dann isoliert zu optimieren. Der Effekt davon ist, dass diese isolierten Teile auf Effizienz optimiert werden, aber als Folge davon die Verknüpfungen der Bestandteile des Systems nicht mehr zueinander passen. Also das kann man also Systemiker wissen. Das ist ein Beispiel. Nehmen wir mal an, Sie wollen das beste Auto der Welt bauen und würden so vorgehen, dass Sie sich den besten Motor nehmen, die beste Achsen, das beste Fahrgestell, die besten Sitze und so weiter, und Sie würden die alle zusammennehmen. Ne? Alles unterschiedliche Komponenten von unterschiedlichen Automobilisten. Sie wissen, Sie könnten daraus nie ein Auto zusammenbauen, denn die Komponenten müssen ein Kompromiss sein, damit Sie überhaupt miteinander arbeiten können. Ja? So, und aus der Systemlehre wissen wir, dass auch keine Probleme und Störungen verloren gehen, wenn ich die Probleme nicht löse, sie bleiben alle drin. Und an diesen Verwerfungen zwischen diesen einzelnen Teilen des Systems werden diese Probleme irgendwann mal sichtbar. Sie gehen nicht verloren. In unseren Fabriken sieht man die Probleme auch ganz konkret. Das sind diese Bestände. Bestände. Die Bestände, die wir in unseren Fabriken haben, sind nichts anderes als die Folge der Folge der Folge, ob Sie das nachvollziehen können oder nicht, ungelöster Probleme. Alle Störungen, das ist Fabrikphysik, alle Störungen, alle in unseren Fabriken führen unweigerlich zur Bildung von Bestand. Nehmen wir mal an, eine Maschine steht. Was passiert mit dem Material davor? Ist ja banal. Nehmen wir mal an, die Maschine produziert Ausschuss. Was passiert mit diesen Teilen? Bestand. Nehmen wir mal an, Sie haben Krankenstand. Also es fehlen die Mitarbeiter. Ja gut, es könnte ein Engpass entstehen. Ja, und dann haben Sie Auftragsbestände, die sich ansammeln. Oder Sie müssen einen Personalbestand aufbauen, um diese Krankenquote und so weiter und so fort. Also Sie können in einem System nicht durchweg gucken, diese Störungen einfach eliminieren. Und deswegen wissen wir, dass es eine dritte Stufe gibt. Wenn wir systemisch besser werden wollen, müssen wir diese Eigenschaft von Prozessen, von Systemen nutzen,
Und es ist im dritten Schritt die Frage ein bisschen anders gestellt, was müssen wir verbessern, wenn wir systemisch besser werden wollen? Und dieser resultiert nicht mehr in die Definition, sondern in der Herleitung von messbaren Zielzuständen, woher natürlich aus dem Wertstrom, das ist das Werkzeug, das wir kennen, um systemische Verbesserung zu machen. Ja? Und dann aus dem Wertstrom heraus eben den Spieß umzudrehen und zu sagen, okay, diese Systematik der Durchlaufzeitreduzierung zu nutzen, um ganzheitlich alle Probleme aufdecken zu müssen, die diese Bestände verursacht haben. Ja? Eine schwere Vorgehensweise für die meisten Organisationen, weil sich Durchlaufzeiten mit Euro schwer verknüpfen lassen. Also wir glauben, wenn ich die Verknüpfung nicht hinkriege, dann macht es keinen Sinn, die herzustellen. So, ich möchte an der Stelle das Ganze ein bisschen zeigen, wie das funktioniert, die Stufe 3, und habe dafür ein Beispiel konstruiert. Und das ist jetzt eine Getriebeproduktion, da arbeiten lauter Lego-Männchen und ich möchte das ein bisschen versuchen zu simulieren. Das können Sie sich vorstellen, ungefähr 300 Mitarbeiter hat diese Organisation. Und was wir hier machen wollen, das erste ist, es sind zwei Schritte im Grunde, was hier passiert, wenn ich Wirkung messen möchte über die gesamte Organisation. Das erste natürlich, was ich machen muss, ist Ziele entfalten. Das passiert top-down. Und es muss mathematisch schlüssig sein. Also diese Wirkungen sind Zahlen. Und deswegen muss die Mathematik stimmen. Im zweiten Schritt, wenn diese Ziele entfaltet sind, natürlich ganz wichtig, nicht Maßnahmen-Controlling, sondern die Rückmeldung der Wirkung bzw. des Gelernten in umgekehrter Richtung bottom-up, auch das mathematisch schlüssig. Ja. So, wie funktioniert das Ganze? Wie gesagt, das funktioniert in zwei Phasen. Bevor ich diese Simulation Ihnen zeigen kann, möchte ich kurz vorstellen, geleitet wird diese Fabrik von der Frau Meier. Die Frau Meier verantwortet den gesamten Wertstrom. Sie hat mehrere Mitarbeiter, der Herr Fischer ist ein Abteilungsleiter, wenn Sie so wollen, und er verantwortet die Wertstromschleife Zahnradfertigung. Der Herr Müller ist ein Handschuh von mehreren, er hat mehrere Handschuhkollegen. Und da sehen Sie an der Fräsmaschine eben einen von vielen Mitarbeitern, der fräst die Zahnräder für die Zahnradfertigung. So, das ist gleichzeitig die Coaching-Kaskade. Ne? Also Sie sehen den Handschuh, den Coach und den Coach-Coach. Also die Führungskette und die Coaching-Kette sind überlappend, logischerweise. Ne? Irgendwann mal muss es ja auch so sein. So, wir sprechen jetzt von Reifegrad 3 in dieser Skala, die ich da erfunden habe. So, und das sind im Grunde zwei Phasen. Wie gesagt, einmal von oben nach unten und einmal von unten nach oben. Und ich möchte mir diese Konsensphase erstmal anschauen. Wie kommen wir dazu, diese Ziele zu entfalten? Das ist jetzt ein sehr einfaches Beispiel. Ich bitte Sie da um Nachsicht. Nehmen wir mal an, die Frau Meier hat sich ein Ziel gegeben von 15 Tage Durchlaufzeit im Wertstrom. Und hat diesen Wertstrom dann in Wertstromschleifen aufgeteilt. Und die erste Schleife, das ist die Zahnradfertigung. Sie hat sich 15 Tage als Ziel gegeben und sie muss einfach die Summe einhalten. Und deswegen hat sie ihren Herrn Fischer 3 Tage als Ziel gegeben. Ja, das ist die Aufgabe. Und das Erste, was sie natürlich macht, ist, mit dem Herrn Fischer zu sprechen und sagt, damit wir das Ganze, unser Ziel erreichen können, müssen wir ganz drastisch unsere Durchlaufzeit reduzieren. In unserem Beispiel auf 10%. Ja, also eine ziemlich extreme Senkung. Und dann gibt sie ihm das Ziel, das gewünschte Ergebnis, die Wirkung weiter mit der Bitte, er soll sagen, wie er das erreichen will. Der Herr Fischer ist ein alter Hase, der ist schon länger in dieser Kata-Systematik drin und deswegen weiß er, was er zu tun hat. Er sagt, kein Problem, ich muss zuerst den Ist-Zustand verstehen, um daraufhin einen Zielzustand herzuleiten, der muss numerisch sein. Und erst wenn wir das haben, können wir diesen Zielzustand abstimmen, also wenn er abgestimmt ist, können wir ihn dann anstreben. Wie macht ihr das ganz konkret? So ganz oben sehen Sie das gewünschte Ergebnis, das sind die 3 Tage. Und diese 3 Tage, da nimmt er sich vor 50% Sicherheit im Bestand, 2 Tage EPI, Every Part, Every Interval. Also die Rechnungen können Sie gerne googeln, wie man das macht. Übrigens, die gesamte Mathematik kann man im Internet gut nachvollziehen, wenn man es braucht. Dann schaut er sich an, was sind die Rahmenbedingungen, an denen er sowieso nichts verändern kann. Ja, also im Ist- und im Zielzustand. Das Erste, er stellt fest, die Varianz nimmt zu. Also aus 30 Zahnrädervarianten werden es 40 werden. Upsa, das ist schon mal, kommt schon mal erschwerend hinein. Als Nächstes weiß er, dass eine Erhöhung der Kosten unzulässig ist, eine Verlängerung der Arbeitszeiten auch nicht möglich. Deswegen ist und bleibt die Arbeitszeit bei 15 Schichten pro Woche. Und als Letztes noch stellt er aber auch noch fest, dass die Stückzahl pro Variante auch noch abnimmt. Also es werden immer kleinere Mengen pro Variante. Also es ist eine gängige Situation. Ich nehme an, Sie kennen das selber aus der eigenen Produktion. Also kleinere Mengen von jeder Variante. Insgesamt aber dummerweise, weil die Varianz überproportional steigt, muss er trotzdem aber die Kapazität auch noch erhöhen. So, das ist die Situation. Da kann er nichts dran ändern.
Und dann fängt er an zu rechnen und dann stellt er fest, wunderbar, dafür habe ich 3 Baustellen. Das erste, was ich machen muss, ich muss die Zykluszeit meiner Anlagen von heute 12 auf 10 Sekunden reduzieren. Erste Baustelle. Ist alles mathematisch hergeleitet. Das nächste, ich muss den Störungsanteil von 20% auf 15% reduzieren. Und als drittes, weil wir wesentlich mehr Varianten haben und wesentlich schneller durch alle Varianten durch müssen, von heute 72 Minuten Rüstzeit auf 14 Minuten Rüstzeit runterkommen. Also das sind 3 Baustellen mit 3 erwarteten Wirkungen. Wie viele Maßnahmen bisher? Keine einzige. Keine einzige Maßnahme wurde nicht mal erwähnt an dieser Stelle. Okay? So, er gibt dann diese Aufgabe weiter, also diese eine, das Thema Rüstzeit, gibt er an einen der Handschuhs weiter, das ist der Herr Müller, und er kriegt die Aufgabe, diesen Rüstvorgang auf 14 Minuten zu reduzieren. Und der Herr Fischer wird den Herrn Müller täglich coachen, was der Herr Müller natürlich auch weiß, ist ja eine bekannte Routine. So, damit wir alle wissen, an welchen Themen wir arbeiten, haben wir auch schon von BMW gehört, wie man das so macht mit dieser Themenrollenmatrix. Herr Müller hat ja 2 Handschuhkollegen, der Herr Wagner und der Peters, und die übernehmen jeweils das Thema Zykluszeiten und das Thema Störungen mit ihren 3 Zielzeiten. So, die Frau Meier freut sich natürlich, sie sagt, aha, jetzt weiß ich, was die Truppe von Herrn Fischer macht, um seine 3 Tage zu erreichen, beziehungsweise um meine 15 Tage Durchlaufzeit zu erreichen. Also schauen Sie mal, jede Ebene hat eine andere Zahl, aber jede Zahl hängt mit der nächsten mathematisch zusammen. So, die Coachings, haben wir gehört, finden täglich statt, und die Coachings dienen in dem Kontext nicht nur dazu, Fähigkeiten zu lehren, sondern auch Wirkung über die Kaskade bottom-up nach oben zu transportieren. Das heißt, diese Coachings müssen terminiert werden, aber in welcher Form? Ja, so, dass die Reihenfolge die Information von unten nach oben transportiert. Das heißt, die ersten Ebenen, die sich coachen lassen, sind immer die unteren und dann die nächste und die nächste und die nächste. Ja. Ich finde es faszinierend bei BMW, wie schnell das geht in dieser Reihenfolge, die machen das auch so teilweise, wie schnell die Informationen dann bis zur Werksleitung über mehrere Ebenen so hochgetragen werden. Das heißt, den Herrn Müller, da gibt es einen festen Coaching-Termin, der Herr Fischer coacht den Herrn Müller jeden Tag von 9.40 Uhr bis 10 Uhr, ja, um dann auch zu erfahren, was der Herr Müller gemacht hat, beziehungsweise wie er voranschreitet. Ja. Der Herr Müller freut sich, er kennt seinen Herrn Fischer, er schätzt die Wertschätzung, er schätzt die Unterstützung, die er bekommt, und er kann sich, weil er die Routine kennt, auch bestens darauf vorbereiten. Alles ist ganz gut. So, und jetzt haben wir im Grunde die Entfaltung der Ziele bis unten abgeschlossen. Jetzt kann das Coaching losgehen, jetzt beginnt die Wirkung von oben, unten nach oben zu laufen. Und das läuft dann natürlich in der unteren Ebene zuerst und nach oben dann. Was ist der Zielzustand deines Rüstprozesses, fragt der Herr Fischer den Herrn Müller, woraufhin er sagt, 14 Minuten. Was ist der Ist-Zustand deines Prozesses, sagt er, 72 Minuten. Welche Hindernisse halten dich aktuell davon ab, in 14 Minuten zu rüsten? Und so weiter. Dieses Coaching-Gespräch läuft. Auf dieser Ebene laufen dann mehrere Coaching-Gespräche. Die brauchen ungefähr eine Stunde, also der Herr Fischer, um seine 3 Handschuhs zu coachen. Von 9 bis 10 hat er die Herren Wagner, Peters und Müller durchgecoacht. Und jetzt kann er sich sofort mit der Frau Meier treffen und die Zahlen aggregiert weitergeben nach oben. Ja. So, und wie läuft das? Was ist der Zielzustand deines Prozesses? Zahnradfertigung. Natürlich hat er jetzt einen anderen Zielzustand. Das sind die 3. Ja. Und entsprechend sagt er 3. Was ist der Ist-Zustand? Sagt er 30 bzw. 20 Tage BI. Und jetzt fragt sie, welche Hindernisse, und auch hier ist es ganz interessant, jetzt kann er sehr konkret sagen, ja, die Hindernisse sind die Rüstzeit, der Störungsanteil und die Zykluszeit mit den jeweiligen Ist-Größen, die natürlich über die Zeit sich dann verändern würden. Und so weiter. Ja. So, was passiert jetzt im Detail? Und das ist jetzt, was ist ganz unten passiert in der Fabrik zwischen den Herrn Fischer und den Herrn Müller? Die haben, die 2 hier haben die Aufgabe, die 14 Minuten anzustreben, das Coaching da unten ein bisschen tiefer. Und schauen Sie mal, hier sehen Sie es, hier kommt dann der Standard ins Spiel. Also auf der linken Seite sehen Sie eine Prozessanalyse, also Schritt für Schritt hat er gemessen, was diese 72 Minuten verursacht, wie diese Schritte aufgeteilt sind. Und auf der rechten Seite hat er eine Hypothese formuliert, wie er die 14 Minuten erreichen möchte. Also er weiß, er muss 14 Minuten erreichen und er muss diese Schritte tun, die links sind, oder irgendwie optimieren. Und deswegen muss er die 14 Minuten verteilen, und das hat er dann so gemacht mit einer Prozessschrittaufnahme. Und jetzt das Coaching im Detail. Das Coaching im Detail. Was ist der Zielzustand deines Prozesses? Sagt er 14, und er zeigt auf den Standard.
Er zeigt auf den Standard. Dieser Standardarbeitsblatt ist jetzt dabei, der hängt an der Tafel. Die Spalte mit den 72, die ist dann weg, die ist dann nur am Anfang dabei. Natürlich fangen wir an, uns vorwärts zu bewegen, und dann können Sie diese Ist-Zeiten, die sind dann irgendwann mal obsolet, die sind dann weg. Dann sehen Sie 14 Minuten, sagt er. Dann fragt der Coach, was ist der aktuelle Ist-Zustand? Sagt er, heute noch 72. Was war dein letzter Schritt? Sagt er, ich habe die Prozesse einzeln aufgenommen. Welche Hindernisse halten dich aktuell davon ab? Und dann sagt er, ja, das Anhalten, Werkzeug entnehmen und einsetzen, das dauert zu lang. Ja. Und schauen Sie mal, was jetzt passiert. Jetzt fragt er, welches eine Hindernis möchtest du als nächstes angehen? Und dann sagt er, ja, das Werkzeug einsetzen will ich von 10 auf 7 Minuten reduzieren. Ja? Und jetzt zum ersten Mal, das Ganze, was wir gemacht haben, das ist eine Menge Arbeit gewesen. Zuerst die Wirkung klären, dann die Maßnahme. Schauen Sie mal, was jetzt passiert zum ersten Mal. Was ist dein nächster Schritt und welche Wirkung erwartest du daraus? Und zum allerersten Mal sagt er, ja, ich werde Schrauben vereinheitlichen. Warum? Weil nur so kann ich die 15 Tage oben erreichen. Schauen Sie mal, was da für ein Vorbau war, um das zu tun. Ja. Das ist Stufe 3 und das ist meiner Meinung nach die Organisation, die wir auch brauchen. Das Coaching läuft logischerweise im PSA weiter. Und jetzt kann ich sehr gut nachvollziehen, was Mike gesagt hat. Aha, jetzt verstehe ich, warum Standard-Zielzustände sind. Die 14 Minuten, das ist ja natürlich eine Hypothese. Ja? Jetzt ist mir klar, warum ich diese anstreben will, die 14 Minuten und die einzelnen Schritte. Und mir ist übrigens auch klar, für wen dieser Standard ist. Wir haben immer gedacht, der Standard ist für den Mitarbeiter. Zielzustände sind ganz eindeutig für den Handschuh, für den Mitarbeiter am Prozess. Ja. So, das ist ein bisschen eine ungewohnte Sache, oder es ist vielleicht ein bisschen merkwürdig und in unseren Organisationen nicht so gern gewollt, weil, wie Sie gesehen haben, das ist eine Menge Vorarbeit, die wir da leisten müssen. Und wenn Sie in den Modus 1 unterwegs sind, ja, und wir diese lange Maßnahmenlisten haben und Sie gehen sofort in den Umsetzungsmodus, ist die gefühlte Geschwindigkeit unglaublich schnell. Ja, und Sie sehen auf einmal, wie die Variante 1 sofort irgendwie was umsetzt und wir tun was und so weiter. Aber das ist leider nur am Anfang so. Irgendwann mal kommt diese Wirkung und die wissenschaftliche Arbeit zum Tragen und der Effekt natürlich danach ist, wenn wir in der Stufe 3 sind, natürlich ein ganz anderer. Natürlich ein ganz anderer. So, und deswegen im Grunde zusammengefasst meine Botschaft an Sie: Wir müssen lernen, wissenschaftlich zu agieren. Und die Voraussetzung dafür ist, dass wir die Art und Weise umdrehen. Wir müssen aufhören, von der Maßnahme zur Wirkung nach dem Prinzip Hoffnung zu gehen. Wir müssen von der Wirkung zur Maßnahme gehen. Und das in einer ganz anderen Konsequenz, als wir es bisher jemals gemacht haben. So, und so sagt der Professor, wird es gemacht. Ja. Vielen Dank. Somit wäre ich auch am Ende meines Vortrages. Ja.